Die Kollegin Viola von Kamon hat jetzt das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Verehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer gestern Abend die Präsentation der diesjährigen IPSler gesehen hat, der weiß genau, wovon meine Vorredner eben geredet haben. Über 100 junge Menschen haben mit viel Kreativität und Witz zum Ausdruck gebracht, was sie hier in diesen fast 5 Monaten in Berlin im Alltag, im politischen Umfeld und in unseren Büros mitgenommen haben. Es geht also um mehr als um irgendein Praktikum oder irgendeine Mitarbeit bei uns in den Büros. Es geht genau darum, eine junge Generation von jungen, politisch denkenden Menschen aus den Partnerländern diese Möglichkeit zu eröffnen, nicht nur gemeinsame berufliche Erfahrungen, sondern vor allem auch soziale und kulturelle Erfahrungen zu machen. Es geht um das Vermitteln, wie wir es immer so schön nennen, von interkultureller Kompetenz, eben auch an uns adressiert. Und genau diese Mischung aus Politik, aus Wissenschaft und Kultur macht dieses internationale Parlamentsstipendium so einmalig. Der Deutsche Bundestag war meines Erachtens sehr gut beraten, diesen Weg 1986 als Softpower, wie wir das nennen, erstmals zu beschreiten. Das können Sie sicherlich machen, Herr Oswald. Das ursprünglich für den Austausch mit den USA konzipierte Programm ist sukzessive auf weitere Länder ausgedehnt worden. Und mittlerweile zeigt sich, wie wichtig genau diese Erweiterung war. Vor allem die neuen, die jungen Demokratien in Mittel- und Osteuropa profitieren ganz besonders von einem solchen Austausch und der Mitarbeit im Deutschen Bundestag. Und genau das ist der Punkt, für den ich hier gerne werben möchte, der auch teilweise schon anklang. Es machen sich nämlich immer mehr Länder in unserer näheren und weiteren Nachbarschaft auf dem Weg zu einem neuen politischen System, und einige entwickeln sich derzeit zu einer parlamentarischen Demokratie. Insbesondere für diese sehr jungen, noch instabilen und anfälligen Demokratien wären Programme wie diese geeignet, institutionelle Aufbauarbeit vor Ort in den Parlamenten mit zu unterstützen. Zum Beispiel Ägypten an der Schwelle einer Demokratie ist dafür ein gutes Beispiel. In mehreren Gesprächen mit jungen, gut ausgebildeten Ägyptern, aber auch Marokkanern und Tunesiern, habe ich genau das mitgenommen. Geld allein wird diese Länder nicht weiterbringen. Aber wenn wir sie bei der parlamentarischen Ausbildung unterstützen, wäre das Gold wert und eine Investition für uns hoffentlich auch in eine hoffnungsvolle Zukunft. Und das sollten wir bei der Aufstellung unseres nächsten Haushalts unbedingt berücksichtigen. Jetzt klatscht keiner mehr. Der zweite, nicht zu unterschätzende Faktor ist der Netzwerkgedanke. Gestern haben die ehemaligen Stipendiaten ein Alumni-Netzwerk gegründet. Der Herr Bundestagspräsident hat das etwas spöttisch als deutsche Krankheit abgetan. Ich nenne das dagegen nachhaltige Außenpolitik. Solche Vereine und Netzwerke sichern die Nachhaltigkeit dieses Programms. Zum einen halte ich es für essentiell, dass die jungen Führungskräfte sich dauerhaft über ein Netzwerk austauschen. Zum anderen ist das Programm selbstverständlich keine Einbahnstraße. Auch für uns Abgeordnete zahlt sich genau diese Zusammenarbeit mit den Partnerländern aus. Auch wir sind darauf angewiesen, den direkten Kontakt zu Entscheidungsträgern in anderen Parlamenten zu suchen. Und genau da fungieren unsere IPSler und unsere ehemaligen IPSler als wichtige Brücke. Und weil wir auch langfristig den Dialog mit den Partnern benötigen oder sogar ausbauen wollen, möchten wir dieses Programm für den beiderseitigen Vorteil noch lange weiter unterstützen. Aber dazu feiern wir heute erstmal das 25-jährige Bestehen des IPS, zu dem auch ich allen Geburtshelfern, ich weiß nicht, ob hier jemand noch anwesend ist, und heutigen Aktiven ganz herzlich gratulieren möchte. Das war eine Punktlandung. Dankeschön.